So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, weil der Ofen einmal an war für die Piccolinis, die ihr vielleicht irgendwann gesehen habt in letzter Zeit und die neu waren, haben wir noch was anderes gesehen, da steht auch drauf, Nuofa, ja, das ist jetzt das neue Wort für Deutsch, Nuofa, ne, wenn ihr das kennt, das ist wieder mal eine Pizza von Dr. Oetker. Der hat zwar nichts mit Oettinger zu tun, aber es ist Dr. Oetker. Und irgendwo habe ich davon schon mal was gesehen. Die gab es überall, bei uns gab es sie nicht. Jetzt haben wir die heute auch gesehen. Und da hat Pupsi gesagt, die nimmt sie mal mit. Eine Dr. Oetker Edizione Speciale Ristorante Pizza Würstel e Patatine. Was ist denn Patatine? Patatine klingt für mich wie Pantoffel. Pantoffel ist ja wie ein Hausschuh, ne? So ein Latschen. Und Pantoffel klingt aber auch wie Kartoffel, also Kartoffel mit Chips, mit Kartoffelchips, oh mein Gott. Würstel kennt man ja, Würstel und Pantoffel, das ist da drauf, soll da auf jeden Fall drauf sein. Steht nämlich hinten, Pizza reich belegt mit Tomaten, Brühwurst, Kartoffelchips und Käse auf knusprig dünnen Boden tiefgefroren. Das ist jetzt nicht mehr tiefgefroren, das sieht aber trotzdem irgendwie interessant aus. Das haben bestimmt schon wieder alle getestet. Ich habe die jetzt aber erst gesehen. Irgendwie hat einer gemeint, ja, das sollte ein Scherz sein, ein April-Scherz, aber Dr. Oetker hat jetzt ja wirklich rausgebracht. Würstchen auf Pizza kann man machen. Kartoffelchips auf Pizza kannst du machen. Kannst ja auch Nutella auf Pizza machen. Es ist doch einfach nur Boden mit irgendwas drauf. Fertig. Also, warum soll das immer alles eklig sein oder dreckig oder abartig, kann ich nicht nachvollziehen. Kartoffelchips im Ofen, naja, wenn die einmal gefroren sind, die werden bestimmt dann statt knusprig, werden die bestimmt dann weich und latschig. Vielleicht wären sie auch knusprig. Ich lasse mich da gerne überraschen. Jetzt machen wir die hier aber erstmal raus. Die ist jetzt nicht mehr gefroren. Die ist halt jetzt schon weich, wie Natururin sein Kopf. Jetzt könnt ihr die nämlich schon so falten, aber wir wollen die nicht falten, wir wollen die ja eigentlich so, wie die ist, genießen. Wir packen sie mal hier auf den Teller, machen die jetzt warm, melden uns gleich zurück zum Probieren. So, die Pizza ist jetzt fertig. Die haben wir jetzt auch schon geschnitten. Wir haben natürlich wieder 4 Stückchen gemacht. So sieht das jetzt aus. Sieht das nach was aus? Ich weiß es nicht. Sieht bestimmt lustig aus. Die Würstchen, die Scheiben, sind richtig dünn, richtig hauchdünn, zart. Die Kartoffelchips sehen jetzt sogar richtig knusprig aus und das hat überall, neben dem Käse, der drauf überbacken ist, ein bisschen so, unten drunter die Tomatensoße, es hat rote Punkte. Es hat rote Punkte, wo ich mir denke, ist das jetzt gewürzt oder wie? Das sieht eigentlich sieht das richtig gut aus. Es ist nicht so extrem krass belegt und so richtig frampfig und fett und hoch. Es ist trotzdem ein kleines, unscheinbares Pizzalinchen. Hey, willkommen in der Schweiz. Pizzalinchen. So, ach so, wir müssen fürs Thumbnail das natürlich noch mal kurz reinhalten. Dann machen wir das hier wieder rein. Das nehmen wir auf die Hand. Und das halten wir jetzt so. Das ist also die Würstel e Patatine, wenn ihr das so aussprechen könnt. Würstel e Patatine. Und ich habe mir noch was ganz Besonderes ausgedacht. Normalerweise knalle ich mir am Ende ja immer Tabasco drauf. Ich habe aber heute was Besonderes, was ich dann drauf mache, nachdem ich das erste Stück probiert habe. Wir nehmen jetzt mal hier drüben, weil hier habe ich direkt vorne am Rand Wurst und dahinter liegt genau ein Kartoffelchip. Und da beißen wir mal rein, gucken, ob der jetzt knusprig ist. Also der Kartoffelchip ist nicht weich und latschig, der ist trotzdem jetzt ein bisschen knusprig, ja, schmeckt aber gefühlt nach nichts. Ist halt, ist wahrscheinlich nicht mal gesalzen, sondern halt wirklich einfach nur Kartoffel. Einfach nur so ein bisschen Kartoffelgeschmack. Und Kartoffel schmeckt halt eigentlich nach nichts. Ist ja eigentlich immer nur auch eine Beilage, ne? Die Wurst, ich glaube, ich brauche mal mehr Wurst, Moment.
Also mir gefällt der Boden, weil ihr seht, die ist jetzt nicht schlapprig und hängt runter, die ist wirklich steif. Ist aber nicht zu trocken. Das passt. Aber der Geschmack, wo ist denn der Geschmack? Die schmeckt gefühlt nach gar nichts. Du merkst, dass du auf eine Scheibe Wurst beißt, weil das ist so ein bisschen weich und so ein bisschen schmierig. So ein bisschen vielleicht fettig, könnte man sagen, aber halt nicht übertrieben. Aber irgendwie ist da nichts. Da ist nichts. Ich beiß da drauf und habe richtig so, boah, so einen kräftigen Geschmack, aber irgendwie ist da nichts Kräftiges. Also vielleicht hätte die Wurst doch nicht so dünn sein sollen, vielleicht doch dickere Wurstscheiben. Selbst bei Wiener Würstchen auf der Pizza hast du einen kräftigen Geschmack irgendwoher. Aber hier diese Brühwurst, so hauchdünn und zart, die merkst du nicht. Also jetzt definitiv würde ich sagen, würde ich mir nicht nochmal kaufen, weil die halt einfach nach nichts schmeckt. Und das kann nicht an mir liegen. Die Tomatensoße, die unten drunter ist, die merkst du auch durch, aber die ist auch sehr unscheinbar. Habe ich auch schon mal kräftiger gehabt, obwohl die gar nicht kräftig sein muss, weil du ja oben den Belag hast auf der Tomatensoße. Aber hier ist halt jetzt, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen enttäuscht. Was ich aber jetzt habe als Schmankerl, damit ich mir kein Tabasco da drauf machen muss, ist dieser Topf. Und da sind noch Samyang-Nudeln drin. Pupsi hat sich vorhin nämlich wieder eine Pizza gemacht. Die macht sich in letzter Zeit immer Capital Bra Pizza. Käse. Und packt sich dann immer Samyang-Nudeln drauf. Wir haben ja damals mal ein Video gemacht, wie wir die Samyang-Nudel-Pizza gemacht haben. Jetzt in letzter Zeit habe ich das privat für mich selber ab und zu nochmal so gemacht. Ich fand dann die Idee auch gut, eine Salami-Pizza zu nehmen. Und da dann Samyang Cheese, also Käsenudeln drauf zu packen, so dass du halt Salami-Käse hast. Das war auf jeden Fall genial. Sie hat sich probiert an einer Käse-Pizza und hat da die Lovely Hot Samyang drauf. Und ihr war das dann aber zu wenig, hat gesagt, das ist jetzt zu mild. Also hat sie sich jetzt auf die Käse-Pizza Käsenudeln. Ich würde mir auf eine Salami-Pizza Käsenudeln machen. Jetzt haben wir hier diese Würstelpizza mit Kartoffelchips und haben da drauf jetzt Käsenudeln. Dann guckt mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt habt ihr hier einfach auf der Würstelpizza habt ihr noch Samyang Cheese mit drauf. Und das hat jetzt auf jeden Fall Geschmack, denn da sind die Käsenudeln schön käsig und die sind natürlich auch würzig. Und so schmeckt dann auch die Pizza insgesamt besser, denke ich mir. Probiere ich mal. Ja, so richtig zaubern können die Samyang-Nudeln dann nicht. Es schmeckt mir jetzt auf jeden Fall besser als davor. Aber die Pizza hat halt trotzdem so gut wie gar keinen Geschmack. Wenn du da eine kräftige Salami-Pizza hast und machst die Nudeln da drauf, ist das nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis, als wenn du diese Würstel-Pizza hast, wo die Wurst nach nichts schmeckt und dann Kartoffelchips drauf sind, die auch eigentlich keinen Geschmack haben. Ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal gesehen? Pizza Würstel e Patatine. Ist neu angeblich, haben andere schon ewig gehabt, bei uns jetzt das erste Mal aufgetaucht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.